Wenn sie wir heute den Beutel voll machen könnten, dann wär ich nicht mehr auf die Straßenmusik angewiesen. Dann würde ich heute nach Paris oder die großen Bühnen dieser Welt reisen mit dem hart verdienten Euronengeld. Diese Musik wirkt Assoziationen in meinem Kopf. Ich kann mich nicht verschonen. Das ist die Musik der Reisenden, der Spieler und Schausteller. Das ist die Kultur mitten im Herrengarde zu Darmstadt. Die Musik der Reisenden und Schausteller. Willst du die Frau auf dem Tablett oder willst du sie mit der Halskette auf dem Raclette? Willst du, dass sie dir hinterherjagt wie ein Hund dem Knochen? Oder bist du der Bettler und hast dann schon abgesoffen? Sei bei den Frauen immer selbstbewusst und sei wie ein König, dann mach sie klar. Hier in Herrengarten zu Luzern sind wir heute am Frühlingstag da und essen die Würstchen. Keine Trichter-Olympiade, doch trotzdem kann ich das sagen. Das ist die Kultur in unserem Land. Guten Appetit bei Ihrem Eis. Wie bitte? Warum zeigen Sie mir den Vogel? Die Leute hier in Deutschland, also sagen wir mal zu 90%, verstehen keine Kultur, keine Ironie und auch keinen Spaß. Das sind alles Flachnasen, inkompetente, unkulturelle Katastrophen, Arschgeigen. Und vergleicht man das nochmal mit der brasilianischen Leichtigkeit einer Latina und der deutschen Sanftmütigkeit eines Panzers, da muss man doch ganz klar direkt zu dem Entschluss kommen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ja? Die Leute sind so eingefressen in ihre Gedanken, so verbohrt und hängen geblieben, so neidisch und missgünstig, ja, glotzen sie einen an, überall, neugierig, neidisch, gönnen einen nichts. Richtige Arschgeigen, keine Querdenker und Revoluzer, sondern Arschgeigen und Vollidioten. Und dagegen die Latinos, Latinas und die Südamerikaner mit einer herzlichen Lockerheit, Freundlichkeit, dass einem gleich das Herz aufgeht. Dagegen hier in Deutschland, speziell im Winter, in der dunklen Jahreszeit, möchte man sich lieber doch den Strick im Baumarkt oder die Kugel im Lauf geben, anstatt hier sich weiter diese Scheiße reinzuziehen, diese erbärmlichen Hackfressen. Hingegen dann die zum krassen Kontrast. Schaut euch erstmal diese Müllhalde an. Ich bin ja ein Freund von krassen Gegensätzen, von Widersprüchen. Hier Darmstadt, die ökonomische Kulturstadt, die sich ja den Umweltschutz auf die Fahnen geschrieben hat. Hier können sie auch nicht mal vor ihr eigenen Haustür sauber halten, diese Vollidioten. Ne? Das ist wieder hier 1A-Kultur. Gehen sie hier auf die Demo und können noch nicht mal den Park sauber halten. Keine, sagen wir jetzt mal, Vorwurf an die städtischen Mülldienste da, Entsorgungsdienste. Weil ich meine, heute ist Samstag, Ostern. Hier die Pappnasen, die hier feiern, die sollen mal dafür sorgen, dass das hier mal aufgeräumt bleibt. Ne? Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau. Die Latinos, Latinas, die Südamerikaner, die haben alles so eine Herzenswärme. Ja? Da kriegt man auch richtig Lust, auch als Plauzer da mal richtig schön Party zu machen. Ne? Und bei die Deutschen hier, also ich muss mich wirklich selber schämen. Ne? Das ist einfach mal, also überlegt es euch mal selber. Wenn wir hier zum Denken anregen, ne? Es ist schon grenzwertig. Aber dafür ist ja der Kanal da, hier TV Plauze, um euch mal nachhaltig hier aufzuklären, ne? Über die Missstände, Gegebenheiten und auch positiven Sachen in unserem Land. Würde mich schon freuen, wenn ihr weiterhin dran bleibt, meine Freunde. Bei TV Plauze. Der absolute Nummer 1.
Und da würde ich mal sagen, einschalten, abonnieren, alles hier, meine Freunde. Bis bald.